Ich konnte es Das E-Auto rettet die Klimaverwandlung. Hast du schon mal die Bilanz gesehen von einem E-Auto? Vor dem ersten Kilometer nach der Herstellung schon mal ein Regenwald weniger auf dem Planet. Die Reichweite fange ich gar nicht an. Reichweite von einem Akkuschrauber. Weißt du, das E, ich kann es nicht mehr. Weißt du, für was das E steht? Ich sag das, E steht für Einbildung. Fast ein Auto. F wäre richtig. Fata Morgana, weißt du? Der neue Hybrid F. Na? Es hätte ein Auto werden können, rein äußerlich, aber. Was nützt das schönste Kleid, wenn die Puppe tot ist? Na? Für das. Ein gescheites Auto, ein Diesel, das ist ein Lebensgefühl. Ne? Aber diese ganzen Kampfräder, die wollen doch komplett alles abschaffen. Ne? Wegen der Umwelt. Wenn die heute das Auto und die Straße abschaffen, dann fahre ich mit meinem Diesel auf den ihrem Radweg. Ist mir scheißegal. Ne? Nicht Krampfader, Kampfradler, habe ich gesagt. Muss halt zu. Hast du schon mal die Weltkarte gesehen, Dieselfahrverbot? Hast du das mal gesehen? Eine einzige Stecknadel. Bei uns, Deutschland. Na, wo sonst? Dann natürlich Geschwindigkeitsbegrenzung 130. Ne? Wo das der Jürgen gehört hat, 130 Geschwindigkeitsbegrenzung, hat er gesagt, ja, und außerorts? Ich hab mir jetzt einen Aufbepper bestellt im Internet. Na, der kommt hin auf den Kofferraum. Hier wird Diesel noch mit Liebe verbrannt. Fertig. Und die ganze Kampfradler, du. Hast du das mal gesehen? Liegefahrrad. Liegefahrrad, was ist denn das? Ich ahne neulich von nix. Ne? Guck ich zum Fenster aus. Da war von der Cousine die Tochter, die 17, die hat jetzt einen Student schon wieder. Ne? Ich hab den nicht kommen sehen, der ist schon gestanden. Also gelegen. Ne? So liegt er da. Dann hab ich gedacht, was denn das? Ist das vielleicht, weißt du, so ein Spezialrollstuhl? So Hals abwärts gelehnt und hätte ja sein können. Ne? Hals aufwärts ist der. Ne? Wie heißt der? Der Björn? Weißt du, der Björn? Was er studiert, weiß ich nicht. Ich glaube, Yoga wahrscheinlich. Weißt du? Wenn dann hat er so einen Zopf da hinten. Weißt du? Mit dem Zopf wird der Kleider Abrieb von vorne wieder aufputzen. Weißt du? Ja, der ist mit der Cousine Tochter zusammen. Und das gibt ihr auch zu. Nee, dass sie rauchen, dass sie kiffen. Ich kann gut mit ihr, die ist in Ordnung. Die wäre einwandfrei, wenn sie nicht den hätte. Den Zipfelklatscher da, weißt du? Die ferngesteuerte Luftpumpe da, ne? Und ich sag, die braucht es zum Runterkommen. Seit die 12 ist Kifti. Die hat ADNS. Ja, ja. Ritanol und alles, bis die 12er. Die hat ADNS im Endstadium, glaub mal. Und wir sind dann natürlich psychopathische Behandlung als Kindscher. Die hat ihre Sitznachbarin blutig gekratzt. Ne? Ja, dann war sie bei dem Neurosportsfreund. Ne? Und dann gucken die aber auch abends, wenn die sich treffen, gucken sie immer so Drogenserie im Netflix. Ne? Weißt du, wo das Crystal Mess da gebrutzelt wird wie Popcorn? Ne? Der Baking Bread. Und sie sagt, kommst du mal dazu, dann rauchen wir eh. Ne? Und dann hat sie gesagt, dann tun wir Mepflixen und Merkeln. Merkeln, sagen die, weißt du, was das ist? Merkeln heißt nichts machen. Sagen die. So. Und ich mache jetzt den Seehofer. Ne? Ich sage, ich gehe, aber ich bleib sitzen. Also, sorry.